Yo, moin moin und hallo, hier ist der KKPC Player. Und zwar mit einem neuen Game, und zwar Torchlight 2. Das ist von den Machern oder den ehemaligen Machern von Diablo 2. Da haben sich die manche Entwickler, die Diablo 2 eigentlich zu Diablo 2 gemacht hat. Mein Gott. Haben sie dort abgetrennt und haben ihr eigenes Projekt angefangen und Torchlight 2 ist so entstanden. Entschuldigt, Leute, es ist gerade der 31.12. Knapp nach 21 Uhr. Party bin ich nicht. Und ich werde euch jetzt auch mal hier 2, 3 Folgen aufnehmen. Schon mal als kleines Randprogramm. Yo. Ja, dann legen wir mal los. Ich habe auch hier schon einmal angefangen. Wenn er machen würde, yo. So, und zwar... Ich nehme den... Entschuldigung. Den... Hier, den Typen hier mit den Pistolen. Und dann den KKPC-Player. Hoffe ich mal, dass der schon... Jo, können wir benutzen. Und dann nehmen wir uns jetzt hier einen... Ach ja. Einen Falken. Adele. Nehmen wir ihn. Okay. Ich spiele das alles auf... Normal heute und Einzelspieler. Ja, Multiplayer-Spieler ist hier in diesen Spielen nicht für mich angebracht. Ja, dann fangen wir mal langsam an. Tief unter Torchlight wuchs die Finsternis. Drei Helden stellten sich der Bestie namens Ordrak. Doch sein schwarzes Herz überlebte Ordraks Tod. Und es schlägt weiter. Also ich hoffe nicht, dass es für euch so leise ist. Wenn Helden fallen und die Hoffnung schwindet, werden neue Helden geboren. Jo, also wir wissen mindestens jetzt, was passiert ist. Und das Erste, was ich natürlich mache... Entschuldigt, Leute. Ich habe das ja persönlich ein bisschen leiser gemacht, weil das mir zu laut war. Ja, dann gehen wir los. Mal gucken, reden wir erstmal hier den Zerstörer an. So, für mich ist hier Ende. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen, wenn er nicht schon dort ist. Okay, ja. Nehmen wir natürlich die Quest. Jojo. Nehmen wir die an. Ich schaue mich erstmal nochmal hier kurz um.
Gut, dass ihr es geschafft habt. Ah, okay. Akt 1. Die Spur des Archimisten. So, und dann lass uns mal hier erstmal nebenan schon ein bisschen gucken. Ja, ich möchte das hier nicht als... Ups, das da. Die Mana ist so niedrig. Ja, da kann man herumheulen. Komm mal her, du Tricks. Zack, kommt hier, stirbt hier, Drecksäuer. Zack. Toter Bezwinger. Dann nehmen wir uns das hier mit und dann bringe ich den. Ja, ich will es für euch jetzt hier erstmal schön zocken. Da ich ja aus WoW nichts machen konnte. Also ich habe Probeaufnahmen. Oh. Mein Gott, ich habe ein Achievement freigeschaltet. Zack, erstmal hier den nochmal. Spalten diesen Vogel. So, komm mal her, stirb! Oh, oh, oh! Ihr seid fachkundiger geworden. Schon erstmal Level 2 erreicht. Aber wir machen erstmal die Truhe auf. Nehmen natürlich alles mit, was wir hier finden können. Wie auch hier das Gold. Und hier längs geht es also nicht weiter. Ja, also ich sag mal, für Diabolo hat das leider nicht gereicht. Das tut mir auch jetzt leid. Mach schon mit den beiden kleinen Kanonen mehr Schaden. Ah ne, komm. Dann laufen wir den Weg zurück erstmal. Jo. Ja, für Diabolo 3, 2 und andere Reihen von der Diabolo. Großen Reihe hat das Geld leider nicht mehr gereicht. Dafür habe ich ja auch noch andere tolle Spiele jetzt immer noch zusätzlich geguckt. Wie die wegflitschen. Alter. Ja, ich weiß, ich habe auch noch ein paar kleine Steine jetzt über. Ich brauche mehr Mana. Ja, mache ich mal hier schnell die Punkte. So, ich verteile es natürlich. Geschicklichkeit und das mal Vitalität. Und mein Tier braucht aktuell gerade nichts. Und Young Kang Werte. Okay, ja, ja. Ich muss mich da noch mal reinfuchsen. So, ja, wir hatten von euch auch Shortler 2. Und falls er das hat, ups, das war erstmal hier den. Ich sag's erstmal vorbeischauen. Ja, welchen Charakter habt ihr denn genommen? Das ist so interessant für mich, damit ich dann auch weiß, ob ihr mir helfen würden wollen oder könnt oder nicht. Denn manchmal benötige ich doch bestimmt auch noch ein bisschen. So, haben wir den gekillt. Da unten zum Felsen, das kann ich mir dann gleich auch alles erstmal schnappen. Ich trinke mal schnell hier ein bisschen Mana. Ja, was ich ja hier lustig finde, ist ja, dass man Mana braucht, um... Hey. Sind beide tot? Beide sind tot.
Und wir haben hier schon den ersten Champion. Ui. Der war lame, ey. Wow, 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 wow. Ja, wir kümmern uns hier erstmal um alle Gegner. So, mal gucken. Wir haben hier erstmal wieder eine Auflevel-Geschichte. Nein, und dass wir erstmal hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit und so weiter bekommen. So, Inventar. Oh, warte mal. Fähigkeiten kann ich ja jetzt auch machen. Bogen. Ja, ich benutze ja später auch noch persönlich. Warte mal, hier eins. Zwei nehme ich hier. Dann kann ich ja hier noch schnell die Waffengattung ändern. So, dann haben wir hier zwei Unknowns. Die haben wir. Okay. Haben wir nicht irgendwo Unknowns gehabt? Also unbekannte Waffen? Hier zum Lebensschein. Sauf mir erstmal hier ein bisschen voll. Was ich ja hier auch im Spiel schön finde. Ich habe vor, sagen wir mal, endlich langer Zeit hier einmal Shotlight schon angetestet. Und die Sachen, die vorher. Der Todesschläger habe ich, okay. Oh, warte mal. Erstmal hier alles einsammeln, was wir hier haben. Tipp, ich habe einen gesockelten Gegenstand gefunden und den Schlagring von mir. Okay, ja, manche Dinge verändern sich ja hier auch permanent. So. Level 2 oder geschickt 21. Warte mal. Jo, Schrotzen. Jürgen. Sturmhammer. Ja, diesen gesockelten Teil, den kann ich ja später erst gebrauchen. Oder werde ich später gebrauchen. Warte mal, wie ist das? So, jetzt mal hier rüber. Wohl neu hier, was? Ich glaube schon. Aber der kann sockeln. Ja, nehme ich dich. So, und dann saufe ich mir noch die Hucke voll und dann nehme ich hier den schon und zucke ihn ran. Dabei kriege ich jetzt 7 Elektroschaden. Das kann ich später auch ordentlich gebrauchen, bestimmt. So. Alter! Zack! Und meine Fresse, wie geht der denn jetzt hier ab? Ja, alle Leute, die hier das auch sehen und mich kennen, erstmal. Warte mal, ich mach erstmal hier das. Was habt ihr hier zu suchen? Wie, das war's hier schon? Oh. So, haben wir das mindestens erledigt? Dann gehen wir erstmal rüber ins nächste Questgebiet. Ja, ihr seht hier unten auch öfters die Leute aufploppen, was sie gerade zocken und so weiter. Ich glaube, die feiern gerade auch kein Silvester wie ich. Ja, und ich wünsche denen natürlich auch erstmal schöne Tage. Die werden ja auch das Video sehen. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Esterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden.
Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Ja, zu spät sind wir also. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er nicht okay, hat. Ja, Ihr habt eine Quest bekommen. Ihr könnt das selber mal nachlesen, die Quest. Ich will mich nicht da so lange festhalten. Braucht ihr etwas? Aber was ich jetzt tun würde wollen... ist natürlich... die Städtrolle. Ey. Erstmal nochmal eine Stadtrolle dazu holen. Dann noch ein bisschen Mana getränken. Ja, das ist ein bisschen doof heute gemacht hier. Hol ich mir noch so einen Getränk. Und jetzt. Was ich machen wollte, ist ja verkaufen hier. Ich verkaufe die hier. Verkaufe das hier. Verkaufe das hier. Das verkaufe ich. Die ist ja doch. Nee, die ist nicht sockelbar. Den Ring behalte ich. Den Hammer haue ich weg. Doppellauf. Die Pistole. Die Pistole und die Krallen. Zack, und erstmal wieder Geld dazu gewonnen. Gut. Stufen aufs Ring mit dem Charakter. Naja, komm hier weg damit. Den kann ich nicht befragen. Wer bist du? Ach so, ein Fähigkeiten-Neuverteiler. Apropos Fähigkeiten-Neuenteiler. Ich muss mal was kurz schauen. Mir geht es nur um die Fähigkeiten. Erstmal jetzt hier. Was habt ihr hier zu suchen? Ja. Wir haben ja, liebe Leute, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe die jetzt mal etwas kürzer ein, weil ich jetzt noch 2-3 Folgen aufnehmen werde für euch. Ja, und wie es dann weitergeht mit der nächsten Teilquest. Seht ihr in der nächsten Folge von Joshua 2. Wenn ihr auch irgendwelche Kommentare dazu habt, ich nehme sie gerne rein. Wie auch schon bei Antichamba. Mein Gott, der Name bringt heute draußen Kontext. Wie bei Antichamba nehme ich auch gerne eure Kommentare mit zu hier. Und ja, bis dann. Wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass ihr ordentlich reingerutscht seid. Fröhlich, bye bye und ciao.